Röndorferinnen und Röndorfer, verehrte Gäste, liebe Freunde des Siebengebirgsweins. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, wie ich sehe, auch in Beerdigungsschwarz, um damit zu zeigen, dass wir heute eines Tages gedenken, auf den wir gut hätten verzichten können. Der 29. September des Jahres 2013, das ist der 1000. Tag der Weinbergswegsperrung. Am 4. Januar des Jahres 2011 fiel ein Blockschlag vom Siegfriedfelsen hinunter in die Reben. Er blieb bei Winzer Pieper im Gelände liegen und war Anlass, dass beliebte Weinbergswege, wir können sagen, die Lebensader vieler Wanderer gesperrt wurde. Ich begrüße zunächst einmal hier oben neben mir links und rechts den Winzer Pieper, Andrea Milz, unsere direkt gewählte Landtagsabgeordnete, den Bürgermeister von Königswinter, Peter Würz, Weinprinzessin Nora, unsere Weinkönigin Marin, den Chef des Winzerkorps Udo Kral, Weinprinzessin Katharina und den Willi Spitz, der hier eine Standarte trägt, wie sie in den letzten Demonstrationen immer mitgeführt worden ist.